Willkommen im Meerschweinchen-Kindergarten, heute mit der Folge. Wir machen einen Ausflug. Warum Außenhaltung? Ja, wie ihr schon sehen könnt, sind die Meerschweinchen heute draußen im Garten unterwegs. Und warum denn Außenhaltung uns besser gefällt, möchten wir euch heute ein bisschen erzählen. Elena, warum meinst du denn, Außenhaltung ist denn besser? Also die Meerschweinchen sind ja Fluchttiere. Die mögen es mehr draußen zu sein als drin, weil drin ist es einfach nicht so frische Luft wie draußen. Da fühlen sie sich einfach wohler. Ja, kann man so in dem Sinn nicht sagen. Also wenn sie es natürlich nur in Innenhaltung gewöhnt wären, würden sie sich schon auch wohlfühlen. Es geht eher darum, dass Meerschweinchen draußen und tatsächlich auch die Sonne brauchen, wie der Mensch auch. Die brauchen auch Vitamin D. Und was halt in der Innenhaltung meistens ist, dass sie nur durch die Scheibe die Sonne genießen können und es so eine Art Filter ist und einfach zu wenig die Sonne auf den Körper geht und zu wenig Vitamin D aufgenommen werden kann. Wir haben ja die meisten auch draußen bei uns, ne? Ja. Aber wie du sagst, die Luft macht schon auch was. Also diese ganzen Wetterumschwünge, wenn man zum Beispiel Regen hat, es wird kalt, es ist Sonnenschein, es ist bewölkt. Auch im Winter. Also wir haben hauptsächlich Ganzjahresaußenhaltung. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Da werde ich auch nochmal ein Video machen, wenn dann der Winter kommt, was man da beachten muss. Aber grundsätzlich sind Meerschweinchen sehr gut geeignet für die Außenhaltung. Und im Sommer müssen halt auch ein paar Sachen beachtet werden. Weißt du denn was? Ja, man sollte genügend Trink geben und sie vielleicht mal, wenn man einen Garten hat, auf die Wiese setzen. Ja, so wie wir das jetzt machen, in so einem Auslauf. Aber warum haben wir jetzt hier so Unterstände zum Beispiel aufgebaut? Dass sie sich gut verstecken können, weil sie denken, wir haben ja so ein Dach drüber, über diesen Auslauf. Und die denken eben, wenn eine Gefahr kommt, also die brauchen einfach was zu verstecken und Schatten auch. Genau, wie du gesagt hast, sind ja Fluchttiere, die brauchen natürlich Verstecke. Und wir wählen extra Verstecke für den Sommer, die beiden Seiten offen sind, dass kein Hitzestau entsteht, wenn die Sonne scheint, dass nicht zu warm wird. Es ist natürlich auch wichtig, dass sie Schatten haben, ne? Ja. Und immer frisches Wasser, wie es hier liegt. Und ein paar Holzzweige, ein paar Äste zum Knabbern. Und wir haben jetzt Mai und es ist bei uns jetzt noch nicht richtige Sommerhitze. Da reichen jetzt diese zwei Schattenmöglichkeiten. Wenn es noch wärmer wird, muss man das ganze Gehege noch mit dem Tuch abdecken und noch mehr Schattenplätze einrichten. Meerschweinchen vertragen, oder Allgemeintiere, Kaninchen genau das gleiche, die vertragen generell Hitze viel schlechter wie Kälte beispielsweise. Ne? Ja. Und deswegen muss man es auch immer beobachten, ob es denen jetzt zu heiß wird und sie leiden, dann müsste man sie aus dem Gehege rausnehmen und wieder lieber in den kühlen Stall setzen. Das ist jetzt ja unsere kleinen O-Babys, der Ori, der Olli, die Olivia, die Orangina mit Mami. Und wer fehlt noch? Olli, Ori, Olivia, Orangina und Ori. Ich glaube, dann haben wir alle, genau, die fünf Stück. Ja, die hatten wir schon oben. Genau, die haben wir auch schon mal alle vorgestellt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen näher zu kommen. Dass man mal sieht, da sieht man die Mami. Die sind jetzt das erste Mal hier draußen im Freilauf. Ich finde das natürlich total spannend. Wenn ihr noch Fragen habt zur Außenhaltung oder auch andere Anregungen oder Ideen für neue Videos, wir haben noch einiges an Ideen, aber vielleicht ja irgendwie nicht an alles an Ideen, einfach in den Kommentaren schreiben, würde uns freuen.
Und jetzt gucken wir noch ein bisschen den Kleinen zu. Aber die sind jetzt nicht so, also diese verhalten sich eigentlich gut, also die schreien jetzt nicht so laut. Nee, die kennen jetzt hier ganz viele oder lernen jetzt neue Geräusche hier kennen. Die sind natürlich total erstmal überwältigt von hier, was hier los ist. Und sie essen auch schon Gras. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Dann sagen wir mal Tschüss aus dem Meerschweinchen-Kindergarten. Tschüss.